So, meine Damen und Herren, zurück im Köln-Müngersdorfer Stadion. Das erste Spiel des ersten FC Köln, das so richtig mit Dampf losgehen sollte und auch wo die Kölner so richtig gefordert sein sollten, war nun doch mehr ein Spaziergang. Die besten Szenen der ersten Halbzeit gegen die Tottenham Hotspurs, die zeigen wir Ihnen nochmal, das sind natürlich die Tore. Das 1:0 nach dieser Ecke von Rico Steinmann durch den Rumänen Munteanu. Ein flottes Geschoss bereits in der vierten Minute. Und natürlich ein richtig schöner Auftakt für den Rumänen hier in dieser Mannschaft vor heimischem Publikum. Es dürften doch so um die 10.000 Zuschauer hier sein. Munteanu, der dann auch dafür sorgte in der 11. Minute, dass Bruno Labbadia auf die Reise geschickt werden konnte. Und der vollendete in gewohnter Manier zum 2:0. Ein Tor, das nicht unbedingt hätte fallen dürfen. Denn der Torhüter natürlich viel zu weit aus seinem Tor heraus. Aber beruhigende Führung danach, gab es so ein bisschen Leerlauf im Kölner Spiel. Bis dann in der 31. Minute wieder Bruno Labbadia zur Stelle war. Vorher hatte der Kölner Torjäger bereits einige gute Möglichkeiten ausgelassen. Aber so wie man ihn kennt, er kämpft halt 90 Minuten lang. Die Ecke wie beim 2:0 von Munteanu, der Dreh- und Angelpunkt bei den Kölnern. Und dann noch das 4:0, schön gemacht von Olaf Janssen, herrlich abgeschlossen. Schulmäßig über die Außen bis zur Grundlinie und dann der Kopfball von Toni Polz. Ich höre gerade von meinem Kollegen Patrick Weiser, hat eine Bänderdehnung, hätte weitermachen können. Aber natürlich geht man bei diesem Spielstand und in diesem Spiel kein Risiko ein. Polster. 5:0. Durch Munteanu. Er macht nicht nur das Spiel, er macht auch die Tore. Und die Londoner machen betretene Mienen. Hier sehen wir es nochmal. Den ersten Schuss von Polster hält Chris Day noch gut. Da sehen Sie, dass der Rumäne es auch mit rechts kann. Zum 5:0. Ach, der arme Kerl. Er hoffte ja. Kölner, seit 12 Jahren warten Sie auf einen Titel. Die letzten holte in Meisterschaft und Pokal Hennes Weisweiler. Lang, lang ist her und von Titel kann auch keiner träumen im nächsten Jahr. Aber möglicherweise von einem UEFA-Cup-Platz. Wenn die Tore so fallen wie hier, durch Toni Polster, das halbe Dutzend ist voll. Uneigennützig gemacht von Bruno Labbadia. Der genauso 2 Tore erzielt hat wie Polster. In dem Fall habe ich Labbadia zu Unrecht gelobt. Der kam, wie Sie selbst gesehen haben, da gar nicht mehr an den Ball. Sei es drum, es steht 6:0. Handtor ist Tor. Kurze Bild. Dorinel Munteanu, der hier die Entdeckung vor einem großen Publikum ist. Fachleute wissen längst, was er kann. Und er hat ja auch eine gute Rolle bei der Fußballweltmeisterschaft in den USA gespielt im vergangenen Jahr. Sicher die Verstärkung für die Kölner. Wir müssen noch sehen, wie sich Olise einpasst. Aber jetzt Labbadia. So, und an diesem Treffer von Bruno Labbadia gibt es nur überhaupt nichts zu deuteln. Jetzt steht es 7:0. Und der Bruno ist in diesem Goalgetter-Wettbewerb in Führung gegangen. Vorarbeit wieder von Braun. Ein
Da war auch Zichon noch beteiligt. Also, der 1. FC Köln bietet seinen Fans einen Torreigen, lässt nicht nach. Das spricht eigentlich für eine gute Einstellung dieser Mannschaft. Wie gesagt, der reale Hintergrund ist, es war lange vorbei. 61 schafften sie das in England ganz seltene Double. Sieg in Meisterschaft und Pokal mit dem nordirischen Nationalspieler Danny Blanchflower, an den sich sicher viele noch erinnern. Vorher spielte auch Alf Ramsey, der Teammanager des englischen Weltmeisters von 66. Und vielleicht jetzt Steinmann mit einem Tor. Nein, aber Stefan Kohn. Tut ihm sicher gut, ohne dass sich sein Preis am Transfermarkt dadurch dramatisch nach oben katapultiert. Hier nochmal die Entstehung. Wieder über Monteano. Wie könnte es anders sein? Steinmann hätte es eigentlich schon machen können. Aber Kohn staubt ab. Es steht übrigens 8:0, meine Damen und Herren. Jede Halbzeit 4 Treffer.